Oh, Nebenfalle. Okay. Hier können gesammelte Artefakte eingesehen werden. Kehre hierher zurück, um während der Erkundung Salems deine Sammlung zu betrachten. Okay, durchgehen. An den Geister kann man durch eine reale Welt hindurchgehen. Besitz ergreifen. Geister haben Fähigkeiten, von lebenden Wesen Besitz zu ergreifen. Die Fähigkeiten spähen, belauschen und beeinflussen können eingesetzt werden, wenn du von einem lebendigen Wesen Besitz ergriffen hast. Und detektivischer Spürsinn. Die Fähigkeit als Ermittler wird anhand der Anzahl der ermittelten Marken bewertet. Je mehr Marken du erhältst, desto besser bist du als Detektiv. Okay, also ich denke mal, das Einzige, was ungeklärt ist in seinem Leben, ist, wer ihn getötet hat. Würde ich so behaupten. Also muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten. So komme ich hier weg. Viel Glück dabei. Warte, warte, ich muss noch mehr wissen. Scheiße! Sei vorsichtig da draußen. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Okay, das hier sind wohl die Dämonen da vorne. Nicht geklärt. Der Typ hat mich kaltblütig erschossen. Ist er mir eine ungeklärte Sache? Denke mal, weil das führt nur Terror zum Dart oder des Mordes zurück. Das wird mir nur richtig erscheinen, also dass wir nur normal erscheinen, weil um zu rennen, okay. Weil sonst ist, denke ich mal, nichts in seinem Leben ungeklärt. Und man weiß nicht, wer der Mann war, der ihn erschossen hat, weil wegen Stadt betreten, weil er ja maskiert war. Eine Leiche auf der Straße liegen sehen. Es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Großartige Idee, Baxter. Mit Beweisen herumhantieren. Verstärkung! Wer braucht Verstärkung? Hätte es nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören. Mann! Du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Sir? Hey, hey, mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar, ich bin hier der Dumme. Das ist nicht Ihr Tatort, Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie bitte. Ja, es mag nicht mein Tatort sein, aber es ist mein Fall. Es wird morgen mein Fall sein und am Tag danach. Bis wir ihn erwischen. Das sollten Sie sich gut merken, Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied... Gut, okay. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot. Tu mir einen Gefallen, Conman. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Das weiß sie, Rex. Das weiß sie.
Ich muss die Fährte meines Mörders aufnehmen, bevor sie kalt wird. Okay. Finde die Spuren des Mörders. Ich muss hier alles untersuchen, um vielleicht etwas Neues herauszufinden. Untersuchung beginnen. Ich muss einen Blick in Stewarts Notizbuch werfen. Vielleicht wissen sie schon was. Also haben sie den Mann mit der Kapuze gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Er hat den Mann auf der Straße getötet. Wäre gut zu wissen, worüber sie reden. Ich muss sehen, ob sie Hinweise gefunden haben, die ich noch nicht kenne. Okay, Ermittlungen abschließen. Um eine Ermittlung abzuschließen, musst du erst nach Hinweisen suchen. Untersuche dafür verdächtige Objekte und interagiere mit relevanten Personen, in denen du Besitzergreifenfähigkeit benutzt. Okay. Moment. Die Hinweise hier müssen etwas bedeuten. Einen schönen Thumbnail machen. So, denke ich mal, wo gereicht hat. Okay, ich kann von den Menschen jetzt hier Besitz ergreifen. Das mache ich aber erstmal von dem hier. Ich meine das. Warum passiert mir das? Ich wollte bloß nach Hause und zu Abend essen. Okay, sei geduldig mit dir. Sie ist aufgebracht. Sie ist solche Anblicke nicht gewohnt. Können Sie mich hören? Sie haben einfach aufgehört zu reden. Oh, ist es Blut? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Was ist mit seiner Familie? Hallo? Ich kann nicht glauben, dass ich mich damit beschäftigen. Okay, beeinflussen. Ich habe noch nie richtige Hinweise. Achso. Okay. Was für eine Nacht, Herr Robinson? Ja. Krass. Ronan, unfassbar. Ich verstehe es nicht. Warum war er hier? Er war lebensmüde. Wir erhielten einen Anruf, der Glockenmörder sei in dem Gebäude. Ronan antwortet, wartet nicht auf Verstärkung. Und bevor er sich versieht, versucht der Glockenmörder, ihm das Fliegen beizubringen. Und dann bam, 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 bam. Sieben in die Brust. Nächste näher. Du weißt wirklich nicht, wann du aufhören solltest, oder? Hast du dir immer seine Tattoos angesehen? Diesen ganzen Unterweltscheiß? Er war mehr Krimineller als Cop. Wie ein Dieb lebt, stirbt auch wie einer. Er war einer von uns, Arschloch. Okay, sogar von dem. Dem kann ich nichts machen. Okay, ich habe einen Hinweis von 8. Beeinflussen. Deine Fähigkeit, eine Person richtig zu beeinflussen, hängt von den Ermittlungen Blagdöns ab. Der Mörder kam doch nicht zum Tatort zurück, oder? Ich denke mal nicht. Das ist wahrscheinlich längst im Internet gelandet. Der Mörder kam doch nicht zum Tatort zurück, oder? Ich denke mal, dass er jetzt genau das gleiche wieder sagt. Wahrscheinlich längst im Internet gelandet. Dann gehe ich mal auf den Typen. Gut, dass ich nicht hier war, als es passiert ist. Das ist unmöglich. Aber da ist es, direkt vor meinen Augen. Gut, dass ich nicht hier war. Okay, die sagen auch das gleiche. Gehen wir zu ihr. Erzähle, glauben die Leute, es sei aus einem Film. Kann ich davon Fotos machen? Ist das legal? Wenn ich das erzähle, glauben die Leute, es sei aus einem Film. Alter, was denken die hier alle? Das ist ja schon ein bisschen komisch so. Jetzt kann ich die aber, glaube ich, beeinflussen mit dem hier. Ich kann... Entschuldigung, ich muss husten. Ich kam hierher, weil ein Zeuge eine mögliche Sichtung des Glockenmörders in dieser Gegend meldete. Welches ist der wichtige Hinweis? Ja, hab ihn gesehen. Den Mann mit der Kapuze. Draußen. Er hat zur Wohnung im obersten Stockwerk hochgesehen, glaube ich. Okay. Information. Ziel des Mörders. Eine Zeugin glaubt, der Mörder war absichtlich auf dem Weg in die obersten Stock. Es war kein Zufall. Glockenmörder. Ich kam hier, bla bla, zu einer möglichen Gegend. So, einmal hier weiter. Moment. Yep, ich glaube, so schön müssen Thumbnails sein, so.
Moment. Muss richtig schön aussehen. So. Das ist aber schon jetzt schön. So, jetzt kann ich bei dem Besitzer greifen. Und dann spähen. Okay. Spähen. Das Spähen durch die Augen des Lebenden erlaubt. Der Lebenden erlaubt dir, deine Ermittlungen voranzutreiben, indem du die wichtigsten Informationen auswählst. Okay. Forensik so schnell wie möglich zu Rex bringen. Mieter vermisst Kissen. Einzige Waffe am Tat gehört Ronan. Ich denke mal, das ist die wichtigste. Keine Waffe. Also haben sie keine andere Waffe am Tatort gefunden. Er hat mich mit meiner eigenen Waffe erschossen, weil er selbst keine dabei hatte. Welches ist die wichtigste Information? Okay. Und dann gehe ich mal... Mordwaffe. Ja, das haben wir gerade gelesen. Meldung abschließen. Scheiße. Der Mörder kam aus einem bestimmten Grund her. Aber aus welchem? In der Wohnung da oben müssen Hinweise sein. Weg hinein und er ist verschlossen. Fantastisch. Das ist meine Chance. Ich muss nur Stuart ins Gebäude folgen. Okay, schnell ins Gebäude. Natürlich betreten. Puh. Hey, Sarge, 1019. Kehren Sie zum Tatort zurück. 10-4. Okay, das war, denke ich, mein Wohn. Nur, ich wusste, ich habe was gehört. Ja, auch durchgehen? Oh, ich kann auch durchgehen, geil. Macht er hier? Da kann man rausgucken. Reden. Hey, Scheiße. Willst du mir noch einen Herzinfarkt verpassen? Nein, ich wollte... War eine rhetorische Frage, Herrgott nochmal. Komm schon, guck nicht so verloren. Sieh dich um oder so. Du weißt schon. Spionier ein bisschen. Tu dir keinen Zwang an. Okay. Ist hier mal ein Bett. Kleiderschrank, was hier so ein bisschen unordentlich ist. Also muss ich ehrlich mal ein bisschen sagen, das ist unordentlich. Hier noch ein PC mit einer alten Maus, Lautsprecher. Habe ich gerade eben, wo der PC... Ach da. Nein, nein, nix, nix. Kann ich hier einfach durch? Yep, natürlich. Was ist das? Was ist das hier? Kann nichts mitmachen. Okay, das soll mich jetzt schon mal ein. Fallakte. Es gibt in Salem viele Arten an Objekten zu entdecken. Achte auf deine Umgebung, während du sie erkundest. Selbst das einfachste Papier kann Geheimnisse zur Stadt und des... Und den Menschen, die hier leben, enthüllen. Okay. Warnhinweis. Die Polizei verweist nicht auf einen Serienmörder, aber in Angesicht der Todesfälle wird die Bevölkerung gebeten, nachts zu Hause zu bleiben und ihre Türen verschlossen zu halten. Okay. Warnhinweise. Warte. Infos zu meinem Mörder. Keine Spuren. Die Ergebnisse der Cops bringen mich nicht auf die Spuren des Mörders. Ich sollte die Wohnung im obersten Stock ansehen. Ja, dann tun wir das gleich mal, aber hier erstmal durch. Ich bin sicher, du hast alles gesehen und das macht dich zu was Besonderem. Immer starrst du aus dem Fenster und steckst deine Nase in andere Leute Angelegenheiten. Ich habe alles gesehen und ich werde Albträume haben. Ich denke, wir haben für eine Weile genug Albträume. Sprich nicht davon. Sprich niemals davon. Ich höre gern auf zu reden. Ich will die Sendung sehen, weißt du? Du willst aber die ganze Zeit umschalten. Glotze ist der Blick auf die Straße besser. Aus dem Fenster starren? Wozu soll das schon gut sein? In der Glotze ist der Blick okay. Auf die Straße besser. Sie denken auf jeden Fall immer nur zwei Sachen, denke ich mal. Aha. Jetzt gehe ich mal in sie. Was für ein armseliges Exemplar eines Mannes. Kommt nicht aus dem Sessel. Mag den Sessel.